Hallo und willkommen zurück zu Factorio Panodon. Ja, wie ihr seht, habe ich hier diesen Bahnhof erweitert, Ochsenfurt, und liefere hier einmal die Guasam an und einmal das Guagam. Beides als Logistikbahnhöfe, damit die Bots das hier abholen können. Und dann ist mir aufgefallen, das Guagam muss ich gar nicht per Fließband irgendwo hin transportieren. Ich habe das hier mal ansatzweise so gelassen. Vielleicht werde ich das irgendwann noch mal ändern. Ich glaube, das geht ja zum Food nach rechts, dass die Bots das irgendwie abholen. So, dann kann ich ja irgendwann noch mal ein Fließband legen. Jedenfalls geht das jetzt hier runter dahin, wo das alte Fließband ursprünglich lang ging. Oh ja, hier sehe ich noch Lampen, die nicht mehr gebraucht werden. Ja, genau, hier gehen die Samen jetzt lang. Übrigens, krass, wie weit die blauen Bänder unterirdisch gehen. Das ist echt genial. Das. Naja. Dann habe ich aber ein Problem festgestellt. Und zwar wurden einfach keine roten Chips produziert. Wenn ich mir das mal angucke. So, rote Chips. Und das ist einfach ganz traurig. Und ich habe nochmal geguckt und es liegt einfach am Nickel. Und dann dachte ich, was ist denn mit dem Nickel los? Haben wir da vielleicht kein Erz mehr oder sowas? Aber nein, das ist es gar nicht. Weil wenn ich mir die Nickelplatten angucke, hier ist fast gar nichts passiert. Hier war auch schon eine große Lücke. Und hier wurde jetzt quasi 2 Stunden lang kein Nickel produziert, keine Nickelplatten. Es konnte nicht mit rechten Dingen zugehen. Deshalb bin ich mal persönlich vorbeigegangen. Und hier bin ich. Dieser Bahnhof war der Übeltäter. Oder eigentlich, der kann nichts dafür. Der Hauptbahnhof mit Sand ist der Übeltäter. Dadurch, dass wir jetzt diese Gua-Anlage da abgerissen haben und auch schon vorher, hat der Hauptbahnhof einfach nicht mehr so viel Sand gebraucht wie früher. Und dieser Sandbahnhof hat sich darauf verlassen, dass er beim Hauptbahnhof immer seinen Sand loswerden kann. Das ist hier diese Geschichte vom Nickel. Da werden die Steine kaputt gekloppt. Also erstmal hier entsteht sowieso Sand und dann entsteht aber auch noch Gravel und der Gravel wird auch nochmal zu Sand verarbeitet. Das muss ja irgendwie weg. Folglich habe ich noch eine Sache umgeändert bei unserer neuen Gua-Produktion, denn dieser Sand floss ja vorrangig in die alte Gua-Produktion. Und wo sind wir gewesen mit dem Gua? Oder doch da? Ja. Nee, wo bin ich denn hier? Ich habe mich verlaufen. Da. Das hätte ich nur vorher wissen müssen, dann hätte ich das schon mal ein bisschen besser bauen können. Aber jetzt ist halt hier irgendwo ein Sandanlieferungsbahnhof. Der hier ist das. Der liefert Sand schon mal runter. Und das wird hier mit ins System eingefädelt. Ich hätte ein mehr Lücke nach oben lassen müssen. Ich könnte es auch jetzt natürlich noch um einen nach oben verschieben oder vielleicht sogar um zwei. Dann würde es ein bisschen hübscher aussehen. Aber so ging es auch gerade noch. Hier runter. Hier splitten, dass es dahin geht. Also wenn ich es auch komplett nur hier einfließen lassen würde, würde auch gehen. Aber jetzt kommt der Sand halt hier hin, dahin, dahin. Und jeder dieser Stränge hat halt die Möglichkeit, hier Sand einzuspeisen vom Bahnhof. Und irgendwann werde ich den Bahnhof dann auch mal erweitern auf 2 Waggons oder so, dass wir also ja ein bisschen Sand hier sparen. Beziehungsweise aber wir sparen nur dann Sand, wenn wir auch den Sand woanders loswerden müssen. Es geht mir nicht um das Sparen des Sandes, sondern um das Verbrauchen von Abfallprodukten anderswo. So, die hier sind noch nicht voll am Betrieb. Ich habe hier nur mal so ein bisschen Biomasse als Kickstarter reingepackt. Und da muss ich jetzt erstmal ein bisschen CO2 ansammeln, bis die hier alle produzieren. Deshalb wird unsere Produktion, was Guagam betrifft, noch steigen. Aber ist schon nicht schlecht mittlerweile. Wenn man sich das hier mal anguckt. Na, geht steil nach oben. So, da haben wir gehabt um die 50. Jetzt haben wir 280. Ist noch nicht die ganze, noch nicht ganz die versprochene Verzehnfachung, aber immerhin.
Jo, ansonsten würde ich gerne noch mal in unsere To-Do-Liste gucken und da vielleicht auch ein paar Sachen abhaken. Zum Beispiel mehr Guagam haben wir gemacht, können wir abhaken. Vielleicht Blatt für Blattmehl mit sicherem Rezept. Ich meine, ich habe das getan. Blatt für Blattmehl. Ach so, oder mit, wie meine ich das? Ich weiß es nicht. Ich lasse es mal drin stehen. Fleisch zentral aus Kottengard aus einfachem Rezept haben wir gemacht. Schon vor langer Zeit. Qualität Corlex Food stabil bei neuer Food Farm. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Prüfen wir. Neue Food Farm ist hier. Haben wir hier Quality Corlex Food. Das sieht mir nicht so aus. Mal gucken, ob auf dem Band hier irgendwas wegläuft. Du bist. Erstmal sehen, wie sieht Quality Corlex Food überhaupt aus? Ist das grün? Ja. Dann würde ich mal sagen, das ist das hier, was auf dem Band ist. Das kommt. Und da. Geht dahin. Bahnhof heißt Quality Corlex Food. Bei neuer Food Farm. Stabil scheint es zu sein. Lagerhaus ist rappelvoll. Ist noch nicht mal begrenzt gewesen. Erledigt. Sicherstellen, dass immer genug Blattmehl da ist. Nein, wir haben niemals genug Blattmehl. Das bleibt dann nochmal stehen. Notanlauf mit einfachem Rezept für Pflanzen. Ja, haben wir gemacht, aber nicht überall. Ich lasse es hier nochmal als Gedächtnisstütze drin stehen. Jotoy mit neuem Rezept bei neuer Farm. Haben wir vor langer Zeit gemacht. Mehr Pure Sand für Filtermedia. Auch da das gleiche wie bei Blattmehl. Wir brauchen immer mehr Filtermedia. Ob wir da schon genug Pure Sand haben, wage ich zu bezweifeln. Ulrichs Mark II generieren. Haben wir gemacht. Habe ich ja neulich erstmal irgendwo wieder eingesetzt, die besseren Ulrichs, damit wir Knochenmehl bekommen. Xeno und Chitin prüfen. Ja, geprüft ist, funktioniert nur nicht. Da wollen wir die Dillmoos ja einsetzen. Das könnte ich nochmal arbeiten und wir machen daraus Chitin aus Dillmus. Update. So, Filterproduktion erhöhen müssen wir immer noch mal machen. Nobium, Rayon, CCB, Ammonia lokal produzieren. Ammonia bin ich mit zufrieden. Wir haben eine gute Sache da, eine gute Lösung gefunden. Kann sein, dass wir irgendwann nochmal was ändern, aber derzeit bin ich zufrieden. Riesigen Biomasse-Hub erstellen wie Ash. Habe ich das gemacht? Ich glaube nicht. Oder? Wir waren da nochmal dran an Biomasse. Ich weiß noch nicht, ob das diese Vorgaben hier erfüllt. Nein, nee, das ist auf jeden Fall nicht riesig. Nein, nein. Das ist auch zu wenig hier. Also ja, da müssen wir auf jeden Fall noch mal ran. Seaweed Mark II aus Molybdän habe ich noch nicht gemacht, meine ich. Ne. Futtermittelfabrik stabilisieren. Ja, ich bin damit zufrieden. Gasblätter auf Hagmund als Warnung hier drin, das ist etwas, was nicht machen.
besseren Dünger herstellen. Haben wir immer noch nicht gemacht. Ist auch schon lange hier drin, die Aufgabe. D06. Nichts Wichtiges mehr übrig. Es ist immer was Wichtiges übrig. Mehr Nobium-Erzminen aufstellen. Das habe ich gemacht. Auch D02 war das auch schon Ewigkeiten, stand das hier drin. Und dann habe ich es gemacht vor 10 Folgen oder so ungefähr. Hightech, blaue Chips. Wir haben blaue Chips, Leute. Das heißt, wir können eigentlich neues Ziel ausrufen, was dem von blauen Chips entspricht. Haben wir hier noch ein A drin? A02 Atomenergie, ja. A03 haben wir nicht. Das heißt, wir nehmen den hier mal. Oder ich mache den erstmal als erledigt. Und dann sagen wir hier neu. A03. Gelbe Forschung. Wird noch ein bisschen dauern, ne? Blaue Chips stand hier auch ewig drin. Lime erweitern. Haben wir gemacht. Ich nehme es erstmal raus. Wir werden es nochmal erweitern müssen. Achso, genau. Umbau Nordbahnhof ist natürlich noch nicht passiert. Ist immer so ein Stückchen, wird das umgebaut. Wird immer wieder versprochen und dann wird die Bevölkerung vertröstet. Ja, vielleicht nächstes Jahr, wenn Geld da ist. Ja. Verbesserte Lebensformen züchten ist immer aktuell. Es fehlen noch ganz viele Mark II-Geschichten bei unseren Lebensformen. Wir haben vielleicht die Hälfte oder so auf Mark II. Atomenergie ist am Laufen. Food, Phytoplankton nachrüsten, sobald Platz da ist. Wir sind hier beim Food. Moment, sind wir beim... Da sind wir beim Food. Phytoplankton nachrüsten. Wo soll das hin? Erstmal, wer braucht Plankton? Ich mach das mal Inputs weg. Beim Food. Vor allen Dingen, sobald Platz da ist. Platz war... Hier war kein Platz eine Zeit. Da wurden Phosphate abgebaut. Also irgendwo hier so in der Gegend. Plankton. Oder ist das alte Food noch gemeint? Weiß nicht. Ich sehe jetzt auch spontan, na, warte mal hier, der braucht Plankton. Also der Zeugplankton für die Schwämme. Da müssen wir aber nichts nachrüsten. Oder gibt es hier irgendwo große Anlagen? Warte mal hier. Was ist das? Da. Also wir haben hier sehr viel Phytoplankton. Ich tue mal so, als wäre das erledigt. Hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Sonst wird es irgendwann auffallen, dass irgendwas nicht richtig geht. Und dann sehen wir, oh, uns fehlt Phytoplankton, dann werden wir es nochmal nachrüsten. Boronproduktion verdoppeln. Ja, aber nicht in diesem Leben. Ich lasse mal drin stehen, vielleicht irgendwann. Mehr Guts aus guten Rezepten herstellen. Immer eine gute Idee, gute Rezepte zu nutzen. Ja. Prüfen, ob die Pestizidproduktion ausreicht. Ja, die Produktion reicht aus. Wir haben uns da jetzt auch mit beschäftigt. Das ist okay. Also ich glaube, wir produzieren, wenn alles voll läuft, das Vierfache von dem, was wir verbrauchen oder so. Das ist okay. Mehr Chlor und HCl haben wir gemacht. Low-Density-Strukturen haben wir hergestellt. Produktivitätsmodul 2 haben wir hergestellt. Special Small Parts haben wir hergestellt.
große Seetangproduktion errichten? Haben wir eigentlich noch nicht. Also wir haben für die Alien, nicht Enzyme, irgendwas mit Aliens für die hellgrüne Forschung. Da haben wir nochmal eine relativ große Seetanganlage gebaut, aber das ist dann nur für die eine Anlage. Wir brauchen generell nochmal eine größere Seetangproduktion. Ja. Und da ist schon einiges weg. Was sind die nächsten Schritte? Dilmus haben wir eingetragen. Ich muss hier mal einmal kurz durchgehen, ob wir hier noch irgendwas haben. Das ist erledigt, das ist erledigt. Das haben wir aufgeschrieben, Dilmus. Biopolymer ist erledigt. Komplett, würde ich mal sagen. Carbon Aerogel ist da. Superconducting. Das haben wir. Fuel Cells, Tupra. Glas, so, Sporo, Polonin haben wir erledigt. Hier ist alles gut. So, das kommt dann ja noch, ja. Blaue Fließbänder haben wir gemacht. Die Special Parts und Super Alloy haben wir auch gemacht. Zink. Ist das ein neues Zinkwerk? Habe ich das gebaut? Ich glaube nicht, oder? Ich muss mal eben gucken. 12 Casting Units. Nein. Das habe ich noch nicht gemacht. Wir werden es sehen bei Zinkplatten. Zinkabholung, Zinkplatten. Immer noch das. Okay. Okay, das können wir also mal eintragen als Priorität C. Also je höher der Buchstabe, desto dringender. Neues Zinkwerk. Errichten. Siehe Helmut. Gehört das alles noch dazu? Warte mal, Soda Ash. Ist das was hier gebraucht wird? Nee, ne? Fehlt mir von dem Zeug irgendwas? Oh, mir fällt übrigens eine Sache gerade ein. Ah, hier aus Pflanzen haben wir noch gesagt. Oh ja, das ist gar nicht schlecht. Warte mal. Zinkpflanzen. Wir haben jetzt ja beim Gua ganz, ganz viel Tailings über. Und die brauchen das bestimmt. Guck mal, die brauchen 819 Tailings. Bei dem Gua haben wir, wenn alles blau wäre, haben wir ungefähr 3000 Tailings. Das heißt, das Zinkpflanzenwerk, das machen wir mal mit die neue. Oder was heißt neue? Pflanzen. Zink und so weiter. Neben Gua. So. Sorry, ich muss mich gerade um was kümmern.
Muss mal gucken, das ist nicht nur Zink, sondern auch noch andere Sachen, die da anstehen. Kerosin, warum habe ich das? Ach, guck mal, das ist auch aus Zink. Kreosot. Chrysylic Acid. Brauchen wir dafür? Warte mal. Aerofloat. Okay. Doch so, da erschreckt genau. Das gehört alles hier zu. Das ist ein Riesenaufwand. Alter. So, das haben wir durch. Genau, nee, Venom Glands aus Vonixen. Das habe ich gebaut. Achso, das ist. Go, ja. B. Richtige Diamantenproduktion. Das ist jetzt ja nur eine Behelfslösung, was wir da haben. Oh ja, wo ich das auch noch sehe. Vanadium Pentoxid. Und da sind wir bei den Jotas, da sind wir durch. Okay, das ist jetzt quasi erstmal das, was wir bisher aufgeschoben haben. Ich trage noch eine weitere Sache dazu. Das wäre auch B, ein zweites Atomkraftwerk. Das ist nur, wenn uns Strom ein bisschen knapper wird. So, und jetzt ist die Frage, gibt es noch Sachen, die wir dazu brauchen? Ganz viele Tiere und so weiter, klar. Ich würde sagen, wir machen mal eine Planung für die gelbe Forschung. Und da sehen wir am besten, was uns noch fehlt. Und zwischendrin, während wir die Sachen bauen, die wir für die gelbe Forschung brauchen, wird uns dann noch anderes auffallen, was wir vielleicht auch noch brauchen. Okay, da gibt es zwei Rezepte. Achso, das ist das aus anderer Forschung. Wir können also aus der jetzigen Forschung ja auch schon gelbe Forschung generieren. Ob das so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Hier wird es natürlich schwierig. Ich mache mal das hier. Also das haben wir ja alles, bis auf das. Da sind wir die Dillmus wieder und da brauchen wir auch Kri drin. Und Flutec PP6 Eternalamin. Sieht jetzt auch nicht so super einfach aus.
Ich lasse den hier mal so drin. Und wir sagen mal, wir wollen 0,1 pro Sekunde. Oh, schon drei Gehirne. Das, ah nee, das ist das andere, das Science Pack, das haben wir. Vierte Serum haben wir. Gut, jetzt mache ich einen neuen Production Block und sage diese GTA-Geschichte. Ach genau, dafür brauchen wir noch eine Forschung. Können wir jetzt gar nicht. Forschung. GTA. Könnten wir machen. Okay, es würde uns nicht davon abhalten, wir sind aber auch. Na, ich weiß auch nicht. Ich mache das mit dem Rezept mal eben. Und dann entscheiden wir uns, welchen Weg wir gehen. So, es gelingt. Das ist auch schon krass. Zwei blaue mit. Damit wir 0,1 kriegen. So, Dilmo-Eier hätten wir dann. Retrovirus hätten wir. Geralds hätten wir. Flutig. Das haben wir schon mal gemacht. Wir machen es hierfür nochmal neu. Machen wir komplett alles durch. So, da gehen wir davon aus, die haben wir. Das Zeug haben wir dann auch irgendwie. Das geht mir jetzt ja nur um eine grundlegende Abschätzung. Bis dahin ist nicht so schlimm. Und ich muss mal eben kurz was erledigen. So, kann weitergehen. Dann war nicht so schlimm. Also genau, das ist noch Ethanolamin. Die Bakterien haben wir. Das können wir herstellen, ist okay. So. Geht. Also das ist machbar. So, jetzt machen wir einen anderen Block. Dann machen wir das richtige Rezept. Ich sehe schon, mir wird jetzt schon schlecht. Kriege ich nicht in einen Block hier irgendwie mit rein. Pff.
0,1. Komm, wir machen mal jetzt mal den Spaß. Ich nehme mal 5 wie bei der grünen Forschung. Das, das geht schon mal gar nicht. Kevlar hätten wir theoretisch. Perfect Samples, muss ich mal gucken. Für was wir die brauchen. Nur hierfür. Dann kommen die hier rein. Oh Gott! Nee! Oh! Oh meine Güte! Das hat keinen Zweck. Das müssen wir jetzt einen neuen Block machen, auch wenn wir es nicht für andere Sachen brauchen. Perfekt. Müssen wir auch erst erforschen. So, der Block ist gelinkt. Da gucken wir später. Volumetric Energy Capacitor. Brauchen wir auch für vereinzelt andere Dinge. Das hier ist wieder kritisch. Das kann sein, dass wir das wieder für andere Sachen noch brauchen. Ich müsste das eigentlich separat machen. Und dann sagen, als nicht gelingt. Oder, ja, ich weiß auch nicht. Okay, ich sehe bekannte Dinge. 50 Plastik, du bist so krank. Lithiumchlorid haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nehmen wir hier mit rein. Kann sein, dass wir schon mal gemacht haben. 5 Aerogel. Ich lasse es mal so. So, der nächste ist hyperelastisches Material. Brauchen wir viele Sachen. Mache ich auch separat. Die Menge lasse ich aber so. Dann haben wir ein paar mehr, ein paar weniger Forschungspacks. Nur wenn ich jetzt hier irgendwie sehen würde, oh, wir brauchen nur, was weiß ich, 3 Gebäude, um das zu bauen, dann würde ich es eventuell verdoppeln oder so, das kann sein. Aber hier bei solchen Mengen. Da bleibt es. Wir haben ja eh keine 16 Kollagen und so. Vielleicht später. Achso, genau. Hier war. Das haben wir im Prinzip. Kollagen haben wir. Biopolymer haben wir natürlich auch keine 8,4. Zinkoxid-Nanopartikel.
Nano, Nano. Ja. Brauchen wir für mehrere Sachen. Auch separat. Die haben wir. Den brauchen wir neu. Neu. Ralesia-Extrakt ist neu. Und auch bei all diesen Sachen. Bei jeder Sache, die ich hier anklicke, müsste ich erstmal gucken, brauchen wir das noch für was anderes. Particle Accelerator, ist das so gewünscht? Ich guck noch mal eben. Gab es denn das eine Rezept? Ja. Okay. Das wird ja wieder energielastig. Und ihr guckt 330 Megawatt. Ohne Speed-Modul. Okay, dann sind 30 Megawatt, dann geht das. Washer. Ich glaube, es ist noch zu früh, sich jetzt hier um gelbe Forschung zu kümmern. Wir müssen erstmal die Kleinigkeiten, also was ist, in winzigen Schritten müssen wir uns der gelben Forschung nähern, indem wir bestimmte Sachen machen. Aber ich weiß momentan sonst gar nicht, in welche Richtung ich nach Vonnixen und Dilmus gehen soll. Und deshalb sollte mir das hier als Anhaltspunkt dienen. Achso, genau, da machen wir den Raw-Extrakt. Hier machen wir erstmal den Radiesia-Extrakt, der ist ja schon gefiltert. Und dann machen wir hier den ungefilterten. Dann das Pulver getrocknete Radiesias. Nee. Biofilm haben wir im Prinzip. Zinkacetat haben wir. Das haben wir. Jetzt haben wir hier alles. Okay. Jetzt müssen wir noch mal gucken. Resilin klingt auch so, als ob wir es häufiger brauchen. Ne, gar nicht mal. Wir brauchen es für Biofilm. 15 Biofilm. Dann machen wir vielleicht den Biofilm sogar noch mit neuem Rezept. Hier werde ich dann hoffentlich bemerken, dass ich nicht nur eine Fabrik hinsetze, sondern mehrere. Da macht jetzt die 0,1 hier rein. Ne, dann muss ich das nochmal separat machen. Resilin. Jetzt hat er die 1,8.
12. Puh. 17 Fleisch, ja, danke auch. Zink Nanocompound, hatten wir das nicht eben schon mal? Natürlich hatten wir das. Weg mit dir. Zink Nanocompound. Ah, hier habe ich einen Fehler gemacht. Erst den. So. Ja, die Ralesias, die werde ich dann hier nicht mehr mit reinpacken. Muss dann gucken, wo wir die herkriegen. Ob wir die daneben bauen und so. Das ist aber schon mal ein Ansatzpunkt, auch was wir neben die neue Gua-Fabrik setzen. Wobei, brauchen die überhaupt Tailings? Ich habe keine Ahnung. Dampf ist 265 Grad, das ist okay. So, der Rest ist schon mal vorhanden in irgendeiner Form. Da ist sonst okay. Warum ist jetzt bei Biofilm 0? Weil der Biofilm da gebraucht wird. Und der braucht aber auch wieder das. Hell! Okay, ich werde es merken, dass das nicht null ist. Wir machen dann mehr Biofilm. Oder ich sage hier einfach, kann ich das tun? Nee, es gelingt. Wenn ich da den Link aufhebe, funktioniert das dann noch hier? Naja, so ein bisschen. Wenn ich jetzt sage, wir wollen 15 Biofilm haben. Haben wir da bei 1, den würde er hier zutragen, das macht er. Sagen wir mal 30. Macht er. Und das ist theoretisch noch machbar, so bis 45 Fleisch ist drin. Hier zwei Bänder Ralesias sind auch nicht so schwierig. So, dann brauchen wir da Subdinar Microfiber. Ja. Den Kram haben wir. Mir ist natürlich bewusst, dass der Kram an Microfiber, den wir dann produzieren, nicht dafür ausreicht, um das hier auch noch mit zu versorgen. Aber wir können das erstmal anschließen. Und später die Microfiber-Produktion stärken, steigern. Ansonsten würden wir nämlich ganz ewig lange brauchen, um überhaupt mal die erste gelbe Forschung zu bauen, wenn wir alles schon auf maximale Kapazität auslegen. Wobei, wir nehmen wahrscheinlich sowieso erstmal das linke Rezept, um ein bisschen gelbe Forschung zu bekommen. Das hier macht einfach noch keinen Sinn. So, du brauchst Methanol, Methanol haben wir. Du brauchst sonst nichts mehr. Du brauchst sonst nichts mehr. Geht hier also weiter. Ne, Entschuldigung, nicht da. Oh, das ist so schlecht, ey. Das ist so ekelhaft. Es ist so. Ich will nicht. Warte mal, Improved Cage Ulrich. Das können wir vielleicht irgendwo anders, wo wir sowieso Ulrichs herstellen, dass die das hier noch mitmachen. Antitumor- und Anonyme Maschinen.
Oh nein. Nein. Es sind 12 Sachen. Wir müssen 12 Tiere züchten, dann noch entsprechende Antitumoreinheiten und sowas zubauen. Antivirale. Orexigenetics. Oh, nee, Entschuldigung. Orexigenics. Das wird die nächsten 100 Folgen nichts. Intelligent Unit. Für ganz viele Sachen, okay. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, warte mal, warte mal. Ja, Moment, Moment. Jetzt kommen wir der Sache schon mal näher. Was wir nämlich machen, sind die schwarzen Chips. Die machen wir mal vorher. Gehen wir hier nochmal hin. Boards gibt's bestimmt hier irgendwo. Ne, wie heißen die? Printed. Ist das nicht hier irgendwo? Hier war ja Intelligent Unit. Hier brauchen wir das. Und daraus können wir bestimmt auch schwarze Chips machen. Oder sind die Intelligent Units die schwarzen Chips? Das kann sein. Also nochmal, das braucht nur Intelligent Unit und Optical Parametric Oscillator. Aber das ist halt Tier 4. Von den Chips. Ne, ist okay. Dann machen wir das wieder weg. Wo ist mein X da? Dann machen wir das in die To-Do-List mal rein. A03 Intelligent Unit. Und das andere. Das ist A04. Ich muss übrigens, wo ich jetzt die ganze Zeit hier so am Basteln bin, mal gucken, was die Basis macht. Ohne Akkus 3,5 Gigawatt ungefähr, das ist gut. So. Und das hier ist der völlige Wahnsinn. Ich muss das eigentlich im separaten Block machen.
Moment. Also. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das haben wir schon. Gold. Das haben wir an der anderen Stelle schon gehabt, ne? Oder? Oh. Okay, also wir sagen hier mal 2. Ich muss noch mal gucken, wenn jetzt die gelbe Forschung komplett laufen würde, würde er wie viel davon brauchen? 1,7. Ja. Nehmen wir hier 2. Ich mache das hier noch mal separat. Oh, nee, mir wird schlecht. Ich kann das nicht mehr tragen. Oh, ich muss das in. Das ist noch schlimmer als bei den Hightech-Boards. Mein Hightech-Boards war schon so schlimm, dass ich einfach mal irgendwo so ein paar Gebäude hingestellt habe, in der Hoffnung, ich kann das anliefern. Irgendwie. Ich kann das auch nicht so untereinander bauen. Fermion. Brauchen wir auch viele Sachen. Der kann da drunter, das ist okay. Fault. Aber nur hierfür, okay, der kann auch da drunter. Also der muss weg. Der muss weg. Der muss wahrscheinlich auch weg. Also Cross-Section habe ich noch gar nicht gemacht. Ja, okay, dann bleiben wir bei der Intelligent Unit. So. Kann auch dahin, okay. So. So von der Reihenfolge her. Kondo-Prozessor. Kann auch hier mit rein. Nanochip. Kann auch hier mit rein. Irgendein Widerstand. Der geht auch hier rein. Dann der Superkondensator.
Das ist, glaube ich, keine Menge, die ich jetzt groß kalkulieren muss. Quantencomputer, das ist vielleicht schon eher, dafür brauche ich aber wieder 5 Intelligent Unit. Ah ne, das ist auch für nichts, das ist auch nur ein Gebäude. Ne, werde ich jetzt nicht extra kalkulieren, der kommt auch hier mit rein. Und Solder haben wir. So, das heißt, was ist jetzt übrig geblieben? Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau, nee, dann kann das alles hier rein, aber die Unterkomponenten, das hier, da, genau das müssen wir dann separat irgendwo machen. Und das hier und Nanotubes. Genau, dann machen wir jetzt hier die Zinkgeschichte. Und dann machen wir die Nanotubes. Und das nächste in der Reihenfolge wäre Superconductor. Ja, vielleicht auch separat. Das will ich jetzt nicht alles aufdröseln hier. Nanokristalliner Kern. Warte mal, der, ja genau, dafür wird er gebraucht, ist klar. Und sonst aber für fast nichts. Dann bleibst du hier mal im System drin. Kondo, hatten wir das nicht schon irgendwo? Muss mal gucken. Ich dachte, wir hätten den Kondo-Kern. Ja, ist der hier mit drin? Nee. Darf er dann aber. Da sind wieder Diamanten mit dabei. Kondosubstrat. Kann auch hier bleiben. Dann habe ich wieder diese Subdenier Microfiber. Und ich habe wieder Heavy. Okay. Erstmal von oben nach unten wieder. Haben wir. Nexelit Silver Matrix haben wir nicht. Für zwei Sachen. Bleibt hier. Den haben wir da unten. Das haben wir.